Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute für euch einen Let's Schmink and Talk. Ich möchte ganz gerne so 2, 3, 5, 8 Produkte ausprobieren, die halt schon in meiner Kiste quasi drin sind, die ich aber noch nie verwendet habe oder nur ganz selten. Und unter anderem habe ich mir auch rausgesucht die Revival Loop The Golden Twenties Eyeshadow Palette, weil ich muss ja eh noch den zweiten Teil von meiner Eyeshadow-Palettensammlung abdrehen. Das werde ich Freitag machen. Und ja, da habe ich euch die ja noch gar nicht vorgestellt, weil die, das war die Schutzfolie, die hebe ich gleich auf, weil die war ja erst in dem Paket von der Abonnentin drin. Und ich habe gedacht, ach komm, schön nudig, ziemlich gut. Also die kommen mit einem riesen Spiegel hier oben, das sind die Farben, geht halt quasi immer. Und ja, mit der möchte ich heute ein bisschen spielen. Bevor wir loslegen, ich habe schon meine Tagescreme benutzt, beziehungsweise ist ein Hyaluronserum von Ombiamed. Ich weiß nicht, wo es das gibt, wahrscheinlich in der Apotheke. Ist vegan, 28 Milliliter und hat halt ist eine Glasflasche mit einer Pipette. Hatte ich mal im ersten Paket von der Abonnentin drin, finde ich sehr gut. Gerade jetzt, wo es wieder so kalt wird, spinnt meine Haut wieder so ein bisschen und braucht Feuchtigkeit. Genau. Ich habe nur mal kurz in meine Kiste geguckt, weil ihr wisst, ich bin kurzsichtig, ich sehe dann immer nicht so viel. Und ja, wir fangen an. Wir nehmen Primer. Und zwar, also ihr werdet ganz, ganz viel sehen, was ich von der Abonnentin zugeschickt bekommen habe oder auch von Sarah oder wie auch immer, weil ich selbst kaufe mir kaum Dinge, weil es kommt irgendwie immer was an und naja. Auf jeden Fall fangen wir einmal an mit diesem Primer. Der ist von Catrice in Prime and Fine Nude Glow Primer. Der ist getönt, ja, und der ist mit Granatapfelöl, glaube ich. Und die Farbe ist Nude Glow Primer, steht auch nochmal da drauf. Ja, genau. Wir haben heute den 1. Oktober. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit rennt. In 2 Monaten haben wir den 1. Dezember. Da habe ich schon den ersten Lebkuchen nachher gebacken für die Kollegen. Das ist echt krass, wie die Zeit vergeht. Ja, wie gesagt, wir haben heute den 1. Oktober. Ich habe den Rest der Woche frei. Ich war nur gestern noch auf Arbeit in der Spätschicht. Wer mir auf Instagram folgt, der sieht das immer, weil ich eigentlich so gut wie jeden Tag irgendwie ein Face of the Day poste. Ja. Und jetzt habe ich den Rest der Woche frei. Also heute und morgen habe ich einen Ausgleichstag. Am Donnerstag haben wir den Feiertag. Und Freitag habe ich Urlaub genommen, weil von Uli die große Geburtstag hat und ich eigentlich immer zu den Kindergeburtstagen gehe und ich noch einen Urlaubstag hatte und deswegen mir den gepackt habe. Und am Wochenende ist Rassohunde-Ausstellung. Und wenn ich es auf die Reihe kriege, habe ich vor, ein Follow Me Around zu machen für das Wochenende. Ja, einfach euch ein paar Tage mitzunehmen. Vielleicht nehme ich euch schon am Donnerstag mit, weil Donnerstag habe ich meine Eltern zum Brunch eingeladen. Ich will deswegen nachher einkaufen. Und ja, so, ich muss mal kurz nach da verschwinden, weil ich jetzt kurz das Make-up suche. Und wie gesagt, ich habe das hier nicht vorbereitet, ich habe einfach nur die Kiste hingestellt. Und suchen wir mal ganz schnell. Okay, da ich das Make-up jetzt nicht finde, nehmen wir die BB-Cream von Garnier. Bevor ich das aber mache, nehme ich einmal von Essence Cuddly Cushion Gloss Butter. Den benutze ich. Weil ich finde, dass der gut pflegt. Den benutze ich immer, während ich ja, beim Make-up-Pinseln quasi bin. Den habe ich ja von der lieben Nina geschenkt bekommen. Ich verlinke euch ihren Kanal unten in die Infobox und da muss man dann so drehen und dann kommt das da in diesem Applikator quasi raus. Und dann ist das, ja, das ist glaube ich Shea Butter drin, wenn ich das richtig weiß. Ich finde den ziemlich, ziemlich gut. Der schmeckt auch recht gut. Und ja, ist halt nicht mehr so viel drin. Da steht auf jeden Fall noch Butter drin. Rich Butter. Ja. Angenehm sanfter Lipgloss. Aber für mich ist das kein Lipgloss, für mich ist es eher eine Lippenpflege. Und ich finde den ganz gut und dafür benutze ich den jetzt. Genau. So, Primer haben wir drauf. Dann kommt jetzt die BB-Cream. Da ist auch nicht mehr so mega viel drin, aber ich finde die auch echt gut.
Und so für schnell, schnell morgens ist sie echt prima. Ja. Wenn ihr hier was hört, die holen bei uns gerade den Müll ab. Und deswegen piept das hier ganz fürchterlich. Ich denke, ihr könnt es hören, weil ein bisschen Fenster habe ich auf. Ich mag den Geruch von dieser BB-Cream. Das gefällt mir echt gut. Ja. Genau, also wie gesagt, wenn ich es nicht vergesse, dann gucke ich, dass ich euch halt am Wochenende so ein bisschen mitnehme, wie so ein Follow Me Around machen. Oder wie ich es ja nenne, ein Follow the Fox. Hatten wir auch schon Ewigkeiten nicht. Ja, genau. Und dann habe ich Ende Oktober nochmal Urlaub, weil da hat mein Mann Geburtstag, ist ja ein Halloween-Kind. Und da kriegen wir Besuch. Da kommt jemand aus Bottrop uns besuchen. Genau. Da freue ich mich auch schon drauf. Sie bleibt eine ganze Woche, von Montag bis Sonntag. Und am Sonntag fährt sie dann wieder. Da freue ich mich auch schon drauf, auf die ganze Woche. Und ja, wir wollten ihr halt so ein bisschen Rostock und Umgebung zeigen. Und ja, mein Mann hat auch frei, klar, muss arbeiten. Und bei uns ist ja der 31. ein Feiertag. Bei dem Rest ist es der 1. Auf jeden Fall suche ich meinen Concealer. Ja, hat er halt auch frei und wir wollen dann halt ein bisschen was mit ihr machen. Und ich hoffe wirklich auf gutes Wetter. Also jetzt nicht hier Sturm und Regen, sondern gute Temperaturen und gutes Wetter. Ja. So, Concealer. Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. In der Farbe 010. So. Jo, auf Arbeit läuft auch alles ganz gut. Wir hatten gerade Besuch von ein paar Kollegen. Mit denen waren wir dann hier noch essen. An dem Mittwoch war das. Also sie waren am Montag, war Anreisetag für die beiden Jungs. Und am Dienstag haben sie uns dann quasi auf Arbeit besucht, haben uns ein paar neue Dinge vorgestellt. Wo ich am Anfang so gedacht habe, muss jetzt nicht sein, aber ist okay. Und ja. Und am Mittwoch waren wir dann abends halt mit denen essen. Also es war fast das ganze Team mit. Dann waren wir schön essen. Also es ist Losteria, ich denke, ihr kennt das. Und ich habe eine Lasagne gegessen. Und ja. Mir juckt das hier irgendwie an der Seite, an die Seite, an der Seite. Oh Gott, kann doch nicht mal mehr reden. Ja, und war ganz okay, aber war jetzt nicht unbedingt mein Favorite, wo ich nochmal hingehen würde. Da würde ich dann eher lieber was anderes nehmen. So, mein Puder aus der Aufbrauch-Challenge. Das Matt von Essence. Ja, der Bronzer liebt übrigens nicht mehr. Den habe ich geschafft. Ja. Also es wird jetzt auch nur sowas Einfaches, nichts Großartiges, weil einfach, ja, ich will nur einkaufen und zu Oma und wollte aber für euch gerne ein Video drehen. Genau. So. Dann kommen wir zu meinem Blush. Das ist immer noch der aus der Aufbrauch-Challenge aus der P2 Beauty Go Safari. Ich liebe ihn immer noch. Bin echt froh, dass ich da noch einen zweiten habe. Die 020 Summery Rush. Und jetzt so für die dunkle Jahreszeit benutze ich auch gerne den dunklen. Und ansonsten habe ich ihn halt gerne auch gemischt. Das geht auch. Ja. Den Hunis geht's auch gut, die gammeln gerade, glaube ich, auf der Couch. Wie sie es immer so machen, wenn der Alte nicht da ist. Dann gammeln sie bei mir ganz gerne mal auf der Couch rum. Wir waren heute Morgen schon eine Stunde unterwegs und dann hat es so doll angefangen zu regnen. Ja. Ja. Ich überlege gerade, ob noch irgendwas
Aufregendes passiert ist, was ich euch erzählen kann, aber tatsächlich nicht. Was ich die Woche vorhabe, habe ich euch gerade gesagt. Ja, weiß ich nicht. Ich will nachher noch kurz zur Action. Also beim, da wo ich einkaufen gehe, Kaufland, da ist auch gleich ein Action und ein DM. Und ich wollte eh noch zur Action, weil ich habe ja einen Hunger. Weil Ende des Monats hat noch jemand ganz liebes Geburtstag und ich wollte ihr da noch zwei, drei Dinge besorgen. Was sage ich natürlich nicht. Wenn ich was bei Action gekauft haben sollte, was jetzt nicht für die Person ist, würde ich halt auch noch einen Haul für euch drehen. Na, morgen muss ich hier so ein bisschen klar Schiff machen, weil Mama und Papa kommen halt am Donnerstag, aber ich denke, ich habe da zwischendurch noch irgendwie ein bisschen Zeit. Dann möchte ich ganz gerne, ich glaube, die habe ich von dir, Sarah, letztes Jahr im Adventskalender gehabt, kann das sein? Die Glow to Go? Nein, die hatte ich im richtigen Adventskalender von Essence, Kommando zurück. So, ihr seht, das was passiert, aber ich habe sie halt in den Farben bisher nur geswatcht und würde jetzt ganz gerne einfach mal gucken, mit dem hier, wie das so ist. Also es ist halt ein Highlighter. Genau. Macht das immer grundsätzlich mit den Fingern. Oh, ein bisschen geht noch, ne? Wir blenden das eh gleich. Wir verblenden das eh gleich. Nämlich meistens den. Ja, Glow geht immer. Ja. So. Dann hätten wir das. Dann nehmen wir mal einen Eyeshadow Base. Die hier, die ist von Make-up Revolution. Hier wird es wirklich Zeit, dass sie benutzt wird, weil sie halt schon ein bisschen länger bei mir in der Sammlung ist. Und ja, ich bin dabei, jetzt halt die älteren Schätzchen alle vorzukramen. Ja, und ich bin auch dabei, auszusortieren. Ja, und überlege, ob ich ein Wanderpaket starte mit ein paar Mädels. Ja, dass ich quasi ein Wanderpaket mache mit, weiß ich nicht, noch vier oder fünf anderen Mädels. Also nicht so groß und viel, sondern wirklich ein paar. Das muss ich mir dann aber nochmal überlegen. Und dann würde ich halt nochmal, ja, einen Aufruf starten, beziehungsweise wer möchte, kann mir auch sonst gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob überhaupt Interesse besteht, an so einem Wanderpaket teilzunehmen. Dann könnte man das ja mal in Angriff nehmen. Und ich wollte euch fragen, ob ihr Bock habt, wenn ich die Klatter, ob ich euch da mitnehmen soll, ob ihr das sehen wollt, was ich aussortiere, weil ich hab eine Masse und jetzt ist es einfach auch so, dass die ganzen Produkte, die ich von der lieben Abonnentin bekommen habe, die möchte ich jetzt natürlich irgendwie mal verwenden, ausprobieren, gucken, wie es ist. Und wenn es halt nicht gut ist, dass ich es nicht horte, ja, sondern dass ich es dann halt weitergebe. Genau. Wir beginnen mal mit der. Ich nehme erstmal diesen hier. Der heißt Peach Cream. Und das ist ein matter. Das ist der hier. Mit dem beginnen wir jetzt einfach mal. Dass ich den einfach mal aufs ganze Lid auftrage. Der ist halt, wie gesagt, matt. Quasi für die Grundierung. So. Ich finde es okay. Also, ne, der ist halt matt, wie gesagt. Und dann nehmen wir mal den Sparkling Nude. Das ist der hier. Den nehme ich jetzt einmal fürs komplette Lid auch.
Ich liebe es, wenn es glitzert und funkelt. Ich gucke immer über euch rüber, weil da halt mein Spiegel ist. Weil ich das einfach dann besser sehe als über das Display. So. Jetzt machen wir Folgendes. Der heißt Milk Chocolate hier unten. Das ist so ein richtig brauner, matter. Den setze ich mir jetzt einmal hier so ein bisschen hin. Um das Ganze zu vertiefen. Das Ganze machen wir auch nochmal auf der anderen Seite. So. Ja, sieht nicht perfekt aus, ich weiß. Aber wir sind ja auch noch nicht am Ende angelangt, quasi. Ich habe hier einen Blenderpinsel, der ist von zu Eva. Da nehme ich jetzt mal den, der heißt Naked Look, der hier unten. Und mit dem blende ich dieses Braun, was wir hier gerade veranstaltet haben, jetzt einmal aus. Ja, es ist halt schwierig, dass ich immer über euch rüber gucken muss in den Spiegel. Na, macht doch schon Unterschied, oder? So. Das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite. Ja, meine freien Tage, die ich jetzt habe, die habe ich mir vorgenommen. Also ich wollte auch mal ein bisschen wieder gammeln. Weil irgendwie ist es immer so, wenn ich einen freien Tag habe oder so, es steht irgendwie immer was an, ne? Also entweder ich bin halt bei Oma und helfe ihr dort, oder ich bin bei meiner Mutti und helfe ihr dort. Es steht halt immer was an. Und ich habe halt echt wirklich mal Bock, einen ganzen Tag mich auf die Couch zu setzen, entweder was zu zocken oder irgendeine Serie mal wieder anzufangen. Also was ich ja total gesuchtet habe, war The Crown. Da freue ich mich jetzt mega drauf, wenn die dritte Staffel kommt. Da bin ich echt schon mega gespannt drauf. Und was ich auch gesuchtet habe, was ihr bestimmt alle schon kennt, Downton Abbey. Oh. Ja, jetzt gibt es ja den Kinofilm. Ich finde nur keinen, der mit mir geht. Ja, und alleine will ich nicht ins Kino, deswegen warte ich dann, bis er irgendwie auf Netflix oder auf Amazon verfügbar ist. Und dann, ja, oder ich bin doch mutig und gehe mal alleine ins Kino, aber ich mag das eigentlich nicht so. Jetzt würde ich ganz gerne noch die Farbe, die heißt Bitter Chocolate. Nee, hier. Die möchte ich mir jetzt nochmal auf das komplette Äuglein setzen. Und ich muss unbedingt Pinsel waschen. Ja, was ich jetzt angefangen hatte zu gucken, wenn ich nach der Arbeit halt frei hatte und nicht Zeit hatte, ich weiß nicht, ob ihr das aus eurer Kindheit vielleicht auch noch kennt, aber ich fand das großartig, Lady Oscar. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das war eine Anime-Serie oder ist eine, die gab es immer auf RTL 2 nachmittags. Und ich glaube, davor oder danach kam immer Mila Superstar und dann gab es halt Lady Oscar und was habe ich noch gerne geguckt, ein super Trio. Ihr Katzenauge habe ich auch mega gerne geguckt. Und was habe ich noch gerne geguckt?
Sailor Moon. Und Pokémon, da war ich nachher raus. Also das war nachher nicht mehr so meins. Was ich gut fand, da war ich dann wahrscheinlich nachher schon zu alt für, quasi. So, das wäre dann mal der Look. Ich finde, es ist okay. Für das das jetzt doch sehr spontan war. Ich habe hier oben noch einen, der heißt Magic Touch. Der hier. Den setzen wir einfach jetzt hier oben hin. So. Genau. Jetzt gucke ich noch mal schnell, ob ich einen Eyeliner mit habe. Moment. Aber ich sehe gerade, wartet mal. Ein bisschen gecreased hat es. Aber nö, das lasse ich so. Moment. So, Eyeliner habe ich gefunden. Ich habe auch einen Augenbrauenstift entdeckt. Der war mal von Rimmel London in der 02 Hazel. Das ist schon Ewigkeiten her. Augenbrauen und ich sind keine Freunde. Das werden wir auch nie. Ich mag das einfach nicht. So. Wie gesagt, ich gucke wieder über euch rüber. Einfach nur so ungefähr. Also, Und dann nehme ich den, der ist von Catrice. Den habe ich auch von der lieben Nina bekommen. Der hat halt so eine Filzstiftspitze. Hab den noch nicht ausprobiert, also wir gucken mal. Ich denke, das kann man so lassen. Also so ganz schwarz ist er nicht. Wartet mal. Also ich finde ihn nicht ganz schwarz. Das kann jetzt aber auch an der Kamera und an dem Licht liegen. Na, es ist echt schwierig. Es ist mega schwierig. Ich werde den hier unten nochmal. Seht ihr, was ich meine? Also, der sieht nicht aus, als ob er ganz schwarz ist. Moment. Nee. Der hat eher so einen Grautouch und bei euch sieht das aus, also als ob mir da so ein Stück fehlt. Naja, wir lassen das so. Jetzt tuschen wir noch die Wimpern. Da es heute nass ist, werde ich eine wasserfeste Wimperntusche benutzen. Die ist von Catrice. Die habe ich mal aus der Kauf, glaube ich, mir gekauft, weil ich eine brauchte, eine wasserfeste. Lashes to Kill Pro. Instant Volumen Mascara Waterproof. Kein Gummibürstchen, weil ich mag keine Mascaras mit Gummibürstchen. Ich finde die ziemlich gut. Die habe ich auch schon öfter getragen. Nochmal die unteren.
hoch. Das hatte ich fast befürchtet. Aber zum Glück nicht so doll. Oh, die eine Seite gelingt halt immer nicht, aber das kennt ihr bestimmt auch. So, lassen wir so. Ihr Lieben, jetzt kommt noch der Lippenstift. Der ist aus der Wondrous Erased LE Metallic Lipstick, dieser hier, in der Farbe 01 Kisses from the Orient. Es war das einzige Produkt, was ich mir damals aus der LE gekauft habe. Ich finde, dass der mega gut in den Herbst passt. Und ja, angemacht. Ja. Ihr Lieben, ja, das war ein kleines Lidschmink-Talk. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne einmal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt auf so ein Wandertrash-Paket. Und ja, ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, was ihr so als Kind gerne geguckt habt. Ich habe euch ja gesagt, was ich gerne geguckt habe. Und ja, ihr Lieben, ich sage euch vielen, vielen Dank fürs Zusehen und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bye, eure Foxy.